Punkt 36, zwei weitere stadtweite verkaufsoffene Sonntage, ein Antrag der FDP-Fraktion. Herr Maloney bringt ihn ein. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, über 6 Wochen waren von März bis Anfang Mai in Sachsen und damit auch in Dresden ein Großteil der Läden und Geschäfte geschlossen. Anschließend wurden Festlegungen getroffen, dass nur noch eine bestimmte Anzahl an Personen in Geschäfte eingelassen werden. Der Handel vor Ort, die lokalen Läden haben teilweise 0 Euro in dieser Zeit eingenommen. Manche befürchten aktuell am Ende des Jahres schließen zu müssen. Und da rede ich nicht nur von den großen Ketten und den großen Labels. Nein, da spreche ich auch über die Familienbetriebe vor Ort, Einzelunternehmer, lokale Traditionsgeschäfte. Weniger Handel, weniger Menschen in der Innenstadt und in Stadtteilzentren, weniger Umsatz auch für die Gastronomie. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch an die Zeit erinnern können, als in der Innenstadt bis auf die Weiße Gasse kaum Lokale waren, wo es nur die großen Warenhäuser gab und die die Innenstadt dominiert hatten. Das ist keine 15 Jahre her und dort will ich nicht wieder hin zurück. Aber das passiert, wenn wir keine Anreize schaffen, die Stadt wiederzubeleben. Wir haben es in der Hand, Wege zu suchen, wie man der Branche mit dem Ziel des Erhalts von Arbeitsplätzen und selbstständigen Existenzen, von Steuereinnahmen, aber auch mit Blick auf den Erhalt einer lebendigen Innenstadt und lebendiger Stadt- und Ortsteile unter die Arme greifen kann. Ein Instrument sind verkaufsoffene Sonntage. Für 2020 hat der Stadtrat bis jetzt 2 stadtweite Einkaufssonntage beschlossen. Der Gesetzgeber gestattet 4 im Jahr. Der Antrag schlägt daher vor, 2 weitere verkaufsoffene Sonntage zu ermöglichen. Wir schlagen daher vor, einen Sonntag am Wochenende des 3. und 4. Oktober zum verlegten Stadtfest, das auch mit dem 30. Jahrestag der Einheit zusammenfällt, und ein verkaufsoffener Sonntag während der Jazztage, die in den letzten Jahren immer 40.000 Besucher hatten, in Summe 80 Konzerte und allein über 500 Künstler aus 30 Nationen. Ein großes Bundesevent, das auch in eine lebendige Stadt gehört. Und daher können wir auch die Auslegung in der Stellungnahme des Rechtsamtes hier an der Stelle nicht nachvollziehen. Das sind geeignete Anlässe, bei denen sich der lokale Handel den Dresdnerinnen und Dresdnern und vor allem den Gästen der Stadt nach der Krise wieder präsentieren kann. Die Termine wurden unter anderem auch mit dem Einzelhandelsverband Dresden und dem City Management Dresden besprochen. Meine Bitte an Sie alle, lassen Sie uns den Menschen erlauben, sich selbst zu helfen und unsere Stadt wiederzubeleben. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einbringung. Die FDP hätte die Fraktionsrunde auch begonnen. Somit kommen jetzt die Freien Wähler dran, wenn Sie wollen verzichten. Dann Bündnis 90 Die Grünen, Frau Filius-Jähne. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, es ist unsere gemeinsame Pflicht, die Innenstadt, überhaupt die Stadt und auch ihre einzelnen Stadtteilzentren in den Vierteln wieder zu beleben. Ich denke, einiges passiert jetzt ja angesichts der doch entspannteren Situation. Wir sind jetzt nicht mehr mitten in der Corona-Hochzeit, hat sich schon einiges getan. Auch ich will keine Stadt haben, in der es keine Kneipen und Außensitze gibt, in der nichts los ist. Aber nach wie vor bin ich der Meinung und meine Fraktion sieht es genauso, dass das eigentlich ein immer wieder ja, auf die Tagesordnung hier gebrachter Punkt ist, lasst uns doch einfach weitere Sonntage öffnen, die aber, glaube ich, einfach viel zu kurz greifen und eigentlich auch so ein bisschen aus der Zopfzeit mir zu sein scheinen.
Ich bin gerade heute wieder durch die Hauptstraße gegangen, also Innere Neustadt. Ich meine, da kriegt man ja wirklich schon das Heulen, welche Geschäfte wie lange dort schon leer stehen. Glauben Sie, dass diese Geschäfte sich beleben, wenn wir jetzt noch zwei weitere Sonntage aufmachen? Nein, ich glaube, wir müssen gemeinsam, und da steht unser Angebot, das wissen auch die sich damit befassen im Rat, dass man sich da wirklich mal gemeinsam hinsitzt und überlegt, wie können wir wirklich die Stadt, also das Zentrum und aber auch die Stadtteilzentren, wie können wir den inhabergeführten Einzelhandel stärken und zwar dauerhaft unterstützen. Was für Ideen gibt es vielleicht auch jenseits dessen, was wir bisher probiert haben, um eine Stadt lebendig zu machen, attraktiv zu machen, Aufenthaltsqualität zu schaffen? Und ich habe da durchaus eine ganze Menge von Ideen, weil es geht darum, wir müssen diese leeren Ladenlokale als allererstes mal belebt kriegen. Da muss wieder was passieren. Und da ist in einer Stadt, die ja auch viele Manufakturen hat, könnte man vielleicht auch daran anknüpfen, und von Neudeutsch Pop-Up-Stores bis partielle Vermietung an Galerien und was weiß ich was, gibt es eine ganze Menge, die man da tun kann. Und wie gesagt, wir sind sofort dabei und auch schon dabei zu überlegen, wie das konkret aussehen könnte, welche Maßnahmen stärken wirklich den inhabergeführten Einzelhandel in dieser Stadt. Und da können Sie auf uns zählen, aber bei zwei weiteren Sonntagen und die Anlässe, die Sie jetzt da aus dem Hut gezaubert haben, sind alles andere als überzeugend, können Sie mit unserer Stimme nicht rechnen. Danke. Vielen Dank für die CDU-Fraktion, Herr Gaden. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer bei den Demonstrationen leere Stühle, stumme Künstler war, wer in den letzten Wochen mit den Verbänden gesprochen hat, mit der IHK, mit dem Einzelhandel, mit dem Citymanagement, mit den Handwerkern, der kennt die Nöte, die sich aus Corona ergeben haben. Und deshalb ist es unsere Pflicht, alles zu tun, was wir als Stadt Dresden tun können, um zu helfen. Wir haben ja heute auch noch einen Antrag im Geschäftsgang von unserer Fraktion, wo wir den Oberbürgermeister auffordern, weitere Sofortmaßnahmen zu ergreifen, wo wir ihn ermutigen wollen, nicht nachzulassen, weiter darüber nachzudenken, wie wir die Corona-bedingten Folgen lindern können. Und in diesem Antrag, und da bin ich der FDP ganz dankbar, ihr habt das übernommen, spielen auch verkaufsoffene Sonntage eine Rolle. Wir haben das dort als eine Möglichkeit mit genannt. Das ist ein kleines Mosaikstein der Hilfe. Und wenn es jemandem helfen kann und er die Möglichkeit nutzen möchte, freiwillig, niemand ist gezwungen, an einem weiteren oder zwei weiteren Sonntagen zu öffnen, dann sollten wir es ihm doch ermöglichen. Wie gesagt, es geht um Ermöglichen. Es geht nicht, dass wir jemandem etwas vorschreiben wollen. Und deshalb werden wir beiden Vorschlägen zustimmen. Wir unterstützen das. Und ich denke, das sind wir unseren kleinen mittelständischen Unternehmen schuldig, dass wir helfen. Denn sie sind letzten Endes diejenigen, die in dieser Stadt Steuern zahlen. Und sie sind auch das Rückgrat für Beschäftigung. Deshalb bitte ich Sie, denken Sie doch mal nach, ob nicht doch dieses Jahr auch bei denjenigen, die Einkaufssonntagen eher reserviert gegenüberstehen, nicht doch in diesem Jahr die Möglichkeit besteht zu sagen, wir ermöglichen das, und dann wäre es schön, wenn Sie diesem Antrag zustimmen würden. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächstes die AfD-Fraktion, Herr Vetterlein. Sehr geehrter Herr stellvertretender Oberbürgermeister,
sehr geehrte Bürgermeisterinnen und sehr geehrte Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Wir alle mussten in den letzten Wochen mit den Einschränkungen leben, die uns die Corona-Pandemie beschert hat. Diese Einschränkungen haben aber nicht nur uns als Verbraucher betroffen, sondern auch den ortsansässigen Einzelhandel. Viele Existenzen sind seitdem bedroht und viele Arbeitsplätze gefährdet. Natürlich kann man es sich einfach machen und, wie bereits in den vorangegangenen Ausschusssitzungen geäußert, sich auf den Standpunkt stellen, dass wir als Stadtrat nicht für die Rettung der Wirtschaft zuständig sind. Aber auch die vielen Einzelhändler und Gewerbetreibenden sowie deren Mitarbeiter und Angestellten gehören zur Stadtgesellschaft. Auch sie sind Dresdner Bürgerinnen und Bürger. Unsere Fraktion hat bereits in ihrem 12-Punkte-Programm Hilfe und Unterstützung für die Dresdner Wirtschaft gefordert und auch konkrete Vorschläge dazu unterbreitet. Einer davon ist die zusätzliche Öffnung von Verkaufsflächen an Sonntagen. In Gesprächen sowie mit Einzelhändlern als auch mit dem Einzelhandelsverband Dresden wurde überzeugend nachgewiesen, dass die Dresdnerinnen und Dresdner besonders gerne an Sonntagen einkaufen gehen und somit diese zu den umsatzstärksten Tagen zählen. Somit wäre also mit zusätzlichen Sonntagsöffnungsmöglichkeiten allen Beteiligten geholfen. Über die vorgeschlagenen konkreten Termine kann man natürlich endlos diskutieren. Aber ich glaube, dass diese durchaus passend sind. Ich darf für meine Fraktion erklären, dass wir uns vorbehaltlos zur Unterstützung des Dresdner Einzelhandels bekennen und somit den Antrag der FDP unsere Zustimmung geben werden. Dies wäre ein echter Beitrag zur Wirtschaftsförderung. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke, Herr Schollbach, bitte. Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, also man hat so etwas den Eindruck, dass die Folgen der Corona-Pandemie jetzt benutzt werden, um sozusagen die neoliberale Mottenkiste zu öffnen und endlich mal all die Dinge zu tun, für die man bisher keine Mehrheit hatte. Und Herr Zastrow, ich will Ihnen eines sagen. Sie können froh sein, dass die Digitalisierung weit vorangeschritten ist und hier die Anträge nicht mehr in Papierform ausgereicht werden. Weil ansonsten würde ich jetzt mit spitzen Fingern und angewidert diesen Zettel, Ihren Antragszettel hochhalten und als Wurstblatt bezeichnen. Macht sich nur leider mit einem iPad nicht so gut. Warum? Herr Zastrow, wissen Sie, es ist so, Sie sind doch kein heuriger Hase mehr, sondern ganz im Gegenteil, Sie sind doch inzwischen gewissermaßen eine Antiquität der Dresdner Kommunalpolitik. Und da könnte man doch, wenn man so lange dabei ist, einfach mal sozusagen ein paar Grundsätze auch mitbekommen haben. Und da reicht es natürlich nicht aus, einfach irgendwie einen politischen Willen zu haben, sondern man muss auch in der Lage sein, den umzusetzen. Und im Gegensatz zur sächsischen Beflaggungsordnung, die ja nun eindeutig nicht gilt, wie wir gestern festgestellt haben. Gestern wurde ja von dieser Seite des Hauses Recht und Gesetz noch sehr hoch gehalten, gilt aber das sächsische Ladenöffnungsgesetz auch in der Landeshauptstadt Dresden. Und das sächsische Ladenöffnungsgesetz sagt mitnichten, dass die Kommunen ganz pauschal mal eben an 4 Sonntagen im Jahr öffnen dürfen, sondern das sächsische Ladenöffnungsgesetz knüpft das an Voraussetzungen. Und da haben wir schon erstmal eine formelle Voraussetzung. Und die formelle Voraussetzung lautet, dass das durch Rechtsverordnung gestattet werden kann. Und wenn wir uns jetzt mal diesen Antrag hernehmen, dann stellen wir fest, der Stadtrat soll heute keine Rechtsverordnung beschließen nach Ihrem Antrag. Das heißt, er könnte heute beschließen, was er will. Er würde jedenfalls auf gar keinen Fall dafür sorgen, dass hier zusätzliche verkaufsoffene Sonntage in Kraft gesetzt werden. Das ist schon einmal der erste Punkt. Aber wir haben auch materiell-rechtliche Voraussetzungen. Und zwar formuliert § 8 Absatz 1 Satz 1 des sächsischen Ladenöffnungsgesetzes, die Gemeinden werden ermächtigt, abweichend von § 3 Absatz 2, die Öffnung von Verkaufsstellen im Gemeindegebiet aus besonderem Anlass
zu gestatten. Und was dieser besondere Anlass ist, das definiert das Bundesverwaltungsgericht in ständiger Rechtsprechung. Zuletzt mit Entscheidungen, die noch keine 4 Wochen alt sind, hat das Bundesverwaltungsgericht wieder betont, dass der Besucherstrom nicht ausgelöst werden darf durch die Öffnung der Verkaufsstellen, sondern durch den besonderen Anlass. Und damit da kein Schindluder getrieben werden kann, damit da keine Alibi-Veranstaltungen durchgeführt werden, ist vorher eine Prognose anzufertigen über die Auslösung der Besucherströme. Und ich frage Sie, wo sind denn Ihre Prognosen? Nichts, gar nichts wurde hier vorgelegt. Wie denn auch? Es ist doch völlig unklar, ob unter den gegenwärtigen Bedingungen in der Landeshauptstadt Dresden in diesem Jahr überhaupt ein Stadtfest stattfinden kann. Und selbst wenn wir davon ausgingen, dass ein Stadtfest stattfinden könnte, wäre doch völlig unklar, unter welchen Rahmenbedingungen das stattfinden kann. Und deshalb kann man natürlich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine solche Prognose anstellen. Das heißt, das positive Erfordernis, das erfüllt sein muss, um eine Ausnahme vom verfassungsrechtlich geschützten Gebot der Sonntagsruhe zu rechtfertigen, liegt gegenwärtig nicht vor. Und deshalb kann eine solche Öffnung, wie Sie sie vorschlagen, eben nicht beschlossen werden. Und selbst wenn sie beschlossen würde, hätte sie sowohl aus formellen als auch aus materiell-rechtlichen Gründen keinen Bestand. Und ich möchte auch noch mal auf etwas eingehen, was das Bundesverfassungsgericht zu dieser Frage sagt. Ich zitiere es. Die Sonn- und Feiertagsgarantie fördert und schützt nicht nur die Ausübung der Religionsfreiheit. Die Arbeitsruhe dient darüber hinaus der physischen und psychischen Regeneration und damit der körperlichen Unversehrtheit. Die Statuierung gemeinsamer Ruhetage dient dem Schutz von Ehe und Familie. Der Sonn- und Feiertagsgarantie kann schließlich ein besonderer Bezug zur Menschenwürde beigemessen werden, weil sie dem ökonomischen Nutzendenken eine Grenze zieht und dem Menschen um seiner selbst willen dient. Und dem habe ich nichts hinzuzufügen. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Ja, als Letzter in so einer Runde hat man es ja immer schwer, deshalb versuche ich mich mal kurz zu fassen. Also wir lehnen, wie die letzten Jahre schon immer, diese 2 weiteren Sonntage ab. Wir haben auch schon im Gegensatz zu den Grünen nicht die Rolle rückwärts beim letzten Mal gemacht, sondern haben auch da schon diesen 2. Sonntag abgelehnt, den Sie eingeführt haben. Hier auf der rechten Seite, und ich möchte aber doch noch mal auf 1, 2 Dinge eingehen. Hier wurde behauptet, dass es Statistiken gibt, die den Einzelhandel ankurbeln, dass das die umsatzstärksten Tage sind. Also tut mir leid, ich höre das ganze Gegenteil. Ich höre nämlich selbst aus größeren Leuten der Branche, dass das reiner Lobbyismus ist. Und ich sage Ihnen noch was, wir sind die Partei der Arbeitnehmer und wir lehnen das vor. Wir lehnen das vorbehaltlos ab, Ihren Populismus, den Sie immer und immer wieder seit 5 Jahren, Massenstunden haben Sie uns hier geklaut und geraubt. Das geht übrigens jetzt mit den nächsten Anträgen noch weiter und dieser Liberalismus, den Sie an den Tag legen, ich fühle mich manchmal eher viel mehr hier wie in der Anarchie, demnächst plakatieren wir wie wild und wie verrückt in der Stadt, dann machen wir 20.000 Pop-Up-Märkte, am besten entscheidet jedes Ortsamt demnächst noch selber, wie oft sie auf und zu machen, also irgendwo muss ja auch mal Schluss sein und für uns ist hier Schluss. Dankeschön. Nach Abschluss der Fraktionsrunde, Herr Aschenbach. Er dürfte jetzt reden, wenn er anwesend wäre. Dann wird's gut. Dann ist meine Rednerliste hier abgearbeitet. Das Schlusswort, Herr Maloney, bitte. Ja,
Ich finde, so ein bisschen mit seichter Comedy in den Nachmittag zu starten, ist echt eine tolle Sache. Es fängt damit an, dass der selbsternannte progressive, fortschrittliche, moderne linke Rand sich auf religiöse Feiertage beruft. Das ist der erste Punkt. Der zweite, und dann wird es ganz krude, wenn die Linke als Law-and-Order-Partei auftritt. Das ist für mich der zweite Punkt, wo ich sage, echt spannend und witzig. Dann das Argument Ruhetage. Klar, die Leute hatten dieses Jahr noch keine Ruhetage. Die Leute waren noch nicht oft genug zu Hause. Die Leute, ja, die brauchen, was die Leute unbedingt brauchen, sind Sonntage, wo sie zu Hause sind. Ich kenne es so, und diejenigen, die in der realen Welt vielleicht ein bisschen unterwegs sind, wissen das, dass viele Leute arbeiten wollen und sich selber helfen wollen. Und es gilt, und darum geht es eigentlich in dem Antrag, in erster Linie darum, um die Entscheidung, ob man Freiheit schaffen möchte, Entfaltung ermöglichen möchte, Corona-bedingt Hilfe zur Selbsthilfe geben möchte, oder ob man reaktionär, rückständig, mit Bürokratie erschlagend, am besten noch mit Klagen den Unternehmern und Händlern dieser Stadt drohend, diese Selbsthilfe verweigern will. Und ich glaube übrigens zum Thema Rechtsverordnung, dass die Verwaltung, deren Teil ja auch die Linke ist, in großer Verantwortungsübernahme, wir das ja die letzten Sitzungen immer wieder mal gehört haben oder hatten, schon in der Lage ist, den Stadtratsbeschluss, den Willen des Stadtrates, so er denn heute so gefällt wird, entsprechend umzusetzen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Schlusswort. Wir können damit in das Ein Geschäftsordnungsantrag? Und wer definiert das? Nee. Ich will das jetzt nicht beckmesserisch sagen, aber ich habe gefragt, ob es das Schlusswort ist. Darauf ist hin ist Herr Maloney nach. Ich werde natürlich jetzt das fraktionsinterne Problem, ob sich möglicherweise jemand vorgedrängelt hat, nicht lösen können. Allerdings komme ich an der Formulierung nicht vorbei, dass ich zum Schlusswort aufgerufen habe. Und das wäre der geeignete Zeitpunkt gewesen, das zu entkräften. Sehe ich das jetzt nicht als Problem, dass ich was dagegen hätte, dass Sie reden dürften. Aber nach der Geschäftsordnung, Herr Braun, Sie haben die Fraktion noch nicht gewechselt, oder? Weil ich zur Geschäftsordnung, Herr Zastrow. Bei allem Respekt, sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, die Lage ist hier zu ernst. Der Antrag ist noch zu wichtig, als dass ich hier Ihre Witzeleien durchgehen lassen kann. Sie haben gestern hier noch Witze gemacht und gesagt, ja, man sieht das von hier oben nicht so richtig. Wahrscheinlich haben Sie es nicht gesehen. Dieser Mann, mein Stellvertreter, hat den Kopf geschüttelt. Bitte nehmen Sie das zur Kenntnis. Erstens. Zweitens beantrage ich jetzt eine Auszeit von 10 Minuten. Gut. Eine Auszeit können Sie gerne nehmen. Vielleicht führt das auch dazu, dass Sie sich etwas beruhigen. Jetzt machen wir die Auszeit und dann geht es weiter. Danke. Ich darf in der Auszeit bitte die Ältesten, die Fraktionsvorsitzenden, einmal für eine kurze Rücksprache zu mir bitten.
gefragt, legt ihr Wert darauf, dass ich mitkomme? Und es klang wirklich nicht wirklich so, dass ich mitkommen soll. Nein? Echt jetzt mal? Ihr könnt das doch auch alleine machen. Mal was machen? Ich habe jetzt anderthalb Wochen nichts gemacht. Ja, und mit der Anna muss ich eigentlich auch noch einkaufen. Weiß ich nie, die frage ich ab. Die wird morgen keinen Bock haben und dann muss ich es vielleicht am Montag machen, ich weiß es nicht. Aber wenn die sich meldet, kommt die vielleicht auch in die Stadt, ich weiß es nicht. Also mit der Anna würde ich das auch erst nachmittags machen. So, meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, die Plätze wieder einzunehmen? Wir setzen die Beratung fort. Wir sind weiterhin beim Tagesordnungspunkt 36. Noch gab es kein Schlusswort. Es gibt inzwischen eine ergänzende Wortmeldung von Herrn Schollbach, die ich auf der Liste habe. Und ansonsten ist Herr Zastrow dann für das Schlusswort vorgemerkt. Herr Schollbach, bitte. Herr erster Bürgermeister, vielen Dank. Ich möchte ganz kurz auf Herrn Maloney eingehen. Herr Maloney hatte mir vorgeworfen, ich hätte mich auf religiöse Gesichtspunkte in meiner Argumentation berufen. Das ist falsch, das habe ich nicht getan. Man könnte das durchaus tun, ich habe es aber nicht getan. Ich habe mich auf die Verfassung berufen und das ist wirklich interessant, dass nun ausgerechnet ein Linker der FDP die Verfassungslage im Freistaat Sachsen und in der Bundesrepublik Deutschland erklären muss. Die Sonntagsruhe ist in der Verfassung im Artikel 140 unseres Grundgesetzes geregelt, sowie im Artikel 109 Absatz 4 der Sächsischen Verfassung. Beide Verfassungsnormen verweisen auf Artikel 139 der Weimarer Reichsverfassung, ernennen ihn für anwendbar. Und ich möchte kurz diese Norm zitieren. Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt. Das Bundesverfassungsgericht, das Bundesverwaltungsgericht und auch das Sächsische Oberverwaltungsgericht betonen immer wieder das verfassungsrechtliche Gebot des Schutzes der Sonntagsruhe und sie betonen immer wieder die Bedeutung dieses geschützten Sonntages auch jenseits der Religionsausübung. Das möchte ich an dieser Stelle nochmals klargestellt wissen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Schollbach, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Doch, da ist sie. Herr Schmählich, bitte sehr. Sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen, mir kommt ein Aspekt in dieser Diskussion, in dieser Debatte völlig zu kurz, der dazu führt, dass ich den Eindruck habe, dass diese Debatte komplett und die Forderung komplett aus der Zeit gefallen ist. Ich möchte das nochmal begründen. Es wird gefordert, um die Corona-bedingten Folgen für den Einzelhandel abzufedern, etwas zu machen, wofür vor wenigen Wochen noch die Menschen, wenn sie es gemacht hätten, Bußgelder bekommen hätten, nämlich viele Menschen auf einen Haufen. Und da frage ich mich mal wirklich, welches Verantwortungsbewusstsein steckt hinter den Antragstellern? Corona, das Coronavirus ist nicht verschwunden. Es ist wie Tretminen vielleicht etwas versteckt. Und alle Epidemiologen warnen davor,
dass im Herbst es wiederkommen könnte. Und da haben Sie als einzige Antwort, weil das Allerschlimmste, was wäre, was dem Einzelhandel, wie es auch gestern schon für die Veranstaltungsbranche gesagt hat, das Allerschlimmste, was passieren könnte, wäre tatsächlich, wenn wir wieder Beschränkungen bekommen, weil es einen solchen Ausbruch gibt. Und in dieser Situation zu fordern, dass man zusätzlich zu Events, die in der Stadt geplant sind, also auch noch Menschen in die Innenstadt hineinziehen will, um den Einzelhandelsumsatz, also um möglichst viele Menschen in die Innenstadt zu bekommen, um den Umsatz zu steigern, halte ich für unverantwortlich. Das werde ich in aller Deutlichkeit sagen. Und wenn uns nicht mehr einfällt, um dem Einzelhandel zu helfen, dann sind wir meines Erachtens traurig dran. Und deshalb kann ich nur daran appellieren, sehen wir zu, dass wir durch regionale Öffnungsmöglichkeiten, und es gibt das Signal ja seitens der Staatsregierung, hier auch gesetzlich einige Lockerungen auf den Weg zu bringen, was das Ladenschlussgesetz angeht. Lassen Sie uns kreativ damit umgehen, wie wir insbesondere den inhaberbezogenen Einzelhandel stärken können in den Stadtteilen, und lassen Sie uns nicht den Fehler machen, der am Ende dazu führen kann, dass wir mit dafür verantwortlich sind, dass hier dem Einzelhandel und nicht nur dem, den Dresdnerinnen und Dresdnern, durch eine weitere Welle von Infektionen geschadet wird. Nehmen Sie diese verantwortungsvolle Position bitte ein und lehnen Sie weitere Öffnungszeiten in diesem Herbst ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Schmelich. Nächste Wortmeldung von Herrn Genschmer. Ich möchte ganz kurz für die Freien Wähler unsere Position klargeben. Wir sind für jegliche Maßnahmen, die gerade in der Corona-Zeit helfen, die Verluste auszugleichen, die kein Geld kosten, die Individualität, die Kreativität der Leute ein bisschen beansprucht. Interessant ist es eigentlich, dass aus dem linksgrünen Lager, die zu 90% vom Staat finanziert werden, immer wieder da eine Ablehnung kommt. Wir stehen gerade zu dieser Maßnahme, zu diesen Vorschlägen der FDP. Wir werden hier ohne weiter groß darüber diskutieren, weil es eben eine ideologische Diskussion ist. Deswegen haben wir uns eigentlich in dieser Runde nie gemeldet, wollte aber kurz unser Statement dazu abgeben. Vielen Dank. Dann können wir jetzt zum Schlusswort kommen. Herr Sastro, bitte. Ja, Herr Erster Bürgermeister, erstmal Entschuldigung für meinen Ausbruch vorhin. Das war nicht angemessen, da ist mir was in den falschen Hals gerutscht. Entschuldigung dafür, macht man nicht, weiß ich. Wer war das jetzt? Das ist wirklich hier schwierig. Man sieht das. Ich freue mich ja immer über Zwischenrufe, aber ich kann es jetzt nicht zuordnen. Und es ist auch schwer zu verstehen von hier vorne. Vielleicht gestatten Sie mir noch zwei Bemerkungen und damit verbundene Bitte. Zu dem, was Herr Schmelich gerade gesagt hat. Ja, das kann passieren. Es kann passieren, dass es so eine zweite Welle in schlimmerer Form oder sowas gibt. Dann wird es auch keinen verkaufsoffenen Sonntag geben, weil dann wird die Staatsregierung, die Bundesregierung entsprechende Maßnahmen vollziehen. Das ist einfach so. Wir hoffen nicht, dass es dazu kommt, und ich gehe auch nicht davon aus, dass es dazu kommt, weil auch bisherige Prognosen, übrigens auch in dieser Stadt, sich anders, positiver entwickelt haben, als sie mal befürchtet worden sind, die im Ältestenrat sind. Die Kollegen wissen, wovon ich spreche. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es im Herbst vielleicht wieder mehr Normalität gibt, wir auch mehr Lockerungen haben. Und auf die möchten wir gerne mit dem Antrag vorbereiten, nämlich für den Fall, dass wir es verantwortungsbewusst machen können, legen wir heute den Grundstein, damit die Stadtverwaltung dann handeln kann. Nichts anderes machen wir. Herr Schmelich, da bin ich ganz auf Ihrer Seite. Wenn es anders kommt, wird es nicht stattfinden, so ist es. Ansonsten, liebe Kollegen, Frau Fies, Jene, Herr Scholbach, Frau Sturm, wir haben explizit die Grundsatzdebatte zur Sonntagsöffnung hier nicht geführt. Sie gehört auch heute hier nicht hin. Es gibt in dieser Stadt einen Konsens, das haben wir begriffen, mit den zwei verkaufsoffenen Sonntagen, das ist so. Wir leben aber nicht in normalen Zeiten. Sie
Frau Sturm, wenn ich Sie so höre, Sie haben hier gesprochen, als wenn hier alles ganz normal wäre. Hier ist nichts mehr normal in dieser Stadt. Haben Sie gemerkt, wie sich alles verändert hat und wie sich es immer mehr verändern wird? Die da draußen im Einzelhandel, die kämpfen ums Überleben, die kämpfen um ihre Existenz. Die nehmen jeden Strohhalm, den wir ihnen bieten. Der Wunsch, die zwei Sonntage zu machen, kommt gar nicht von uns, der kommt von den Betroffenen. Lassen Sie denen doch die Chance, lassen Sie denen den Strohhalm greifen. Wie abgehoben sind Sie eigentlich? Ich halte das für eine absolute Frechheit. Wenn Sie dort arbeiten würden, wären Sie froh, wenn Sie eine Möglichkeit bekommen. Nur die Möglichkeit. Das ist auch das, was wir in dem anderen Antrag wollen. Mehr ist das gar nicht. Es ist nie die Grundsatzdebatte. Wir haben auch nie reingeschrieben, dieses, nächstes, übernächstes Jahr. Nur jetzt. Jetzt bitte ich Sie darum, von diesem Platz aus als Stadtrat etwas für Ihre lokale Wirtschaft zu tun. Etwas zu tun, was die sich wünschen. Mehr nicht. Nur für dieses Jahr, wo wir Corona haben. Das kann doch nicht so schwer sein. Zumal ich weiß, dass auf Ihrer Seite, liebe Kollegen, gerade bei den Grünen, etliche auch die Sonntagsöffnung ja gar nicht so verteufeln. Enthalten Sie sich bitte. Machen Sie den Weg frei. Lassen Sie uns versuchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir können nunmehr in das Abstimmungsverfahren einsteigen. Wir haben hier einen Bericht des federführenden Ausschusses. Dieser Ausschuss hat ein ablehnendes Votum. Wenn Sie also dem Ausschussbericht zustimmen, lehnen Sie den Antrag ab. Ich rufe zur Abstimmung den federführenden Ausschussbericht und bitte um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Ausschussbericht ist bei 31 Ja-Stimmen und 34 Nein-Stimmen ohne Enthaltung abgelehnt. Damit kommen wir zum ursprünglichen Antrag. Ich darf Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem ursprünglichen Antrag Ihre Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Antrag hat mit 34 Ja-Stimmen bei 32 Nein-Stimmen ohne Enthaltung eine Mehrheit gefunden. Wir kommen damit zum nächsten Tagesordnungspunkt.